Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen LS19 weiteren Projekt und zwar XXS Farm. Vorneweg, die Bestätigung von Giants kam heute raus, dass es keine LS21 gibt. Wieso, weshalb, warum, das wissen wir noch nicht. Ich wollte nur, dass ihr das schon mal wisst. Und des Weiteren, auf dieser XXS Farm habe ich jetzt erst angefangen, also hier ist noch nichts verkauft worden oder gekauft worden, bis auf jetzt der Helfer, der hier drin sitzt. Den habe ich mir jetzt geholt, damit ich gleichzeitig das Hafer abernten kann und die Strohballen schon mal pressen kann, die hier vielleicht auch noch gebraucht werden. Ja, das Projekt mache ich jetzt zum ersten Teil erstmal alleine. Ich weiß noch nicht, ob da noch wer dazukommen wird. Das kann ich noch nicht sagen. Ja, die Folgen werden jetzt definitiv wieder 15 Minuten gehen. Nicht so wie bei dem einen Teil mit fast 50 Minuten. Was macht der Helfer da vor mir? Okay, der wird mir jetzt wohl nicht vor die Karre fahren. Also ziehe ich hier einmal schnell nach vorne. Zack. Perfekt. Ja, wir befinden uns auf der Oberkrebach, weil ich sie einfach da für dieses Projekt eigentlich ganz cool finde. Ich hätte zwar jetzt gedacht, na gut, diese Größe vom Trecker. Genau. Okay, der Fendt 310 Vario, der ist noch okay. Den kann man dafür auf jeden Fall nehmen, aber beim Johnny bin ich mir halt unsicher gewesen. Na gut, das Class DLC habe ich jetzt mal bewusst draußen gelassen. Muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, ob hier auch noch was drin steht. Alter Fenne, wir haben drei Traktoren. Okay. Nein. Denke ich mal, werden wir abschießen. Denke ich mal. Na, was wir jetzt ja noch brauchen werden, ist auf jeden Fall ein Ballenwagen. Eine Konfiguration hier für die Karre, für den Trecker, denke ich mal, werde ich das machen. Mit Frontlader und ein Ballenspieß. Ja. Welcher von den, in welchen sitze ich denn drin? Ich sitze in dem drin. Ja, dann werden wir den wohl verkaufen für den Preis, der da auch steht. Das werden wir dann beim Händler machen. Jetzt wollen wir mal schnell mit unserem Fendt. Wir haben zwei Flüge. Was war das andere? Nee. Nee, stimmt, das andere war ein Wender und ein Schwader. Einen Ladewagen haben wir auch. Aber den werde ich, glaube ich, auch verkaufen. Ich werde Ballenpressen machen auf der Map. Und dann werden wir den hier verkaufen. Ja, dann ist das so. Also, dann werden wir doch gleich mit dem Johnny den Ladewagen auch mitnehmen und beides verkaufen, weil
Einmal Türchen auf und ab dafür. Ja, stimmt, hier war das ja nicht mit dem Shop. So, dann hätten wir das jetzt verkauft. Kaufen uns das. Einen Ballenspieß dann aber auch in John Deere Grün. Und einen Ballenwagen für Rundballen. So, dann hätten wir das auch erledigt. Das Feld ist abgeerntet. Und ja. Wenn wir schnell die Ballenzähne pressen. Einmal Hängerplan, naja, ist ja nicht so viel.
Dann wäre das auch erledigt. Senken, anschalten. Ja, dann werden wir jetzt noch schnell die Ballen zu Ende pressen. Vielleicht kriegen wir noch ein Bein raus und dann schnell vor Ende der Folge die Sachen holen. Ja, ich glaube nicht, dass wir noch ein Bein rauskriegen. Schade. Aber dann beim nächsten Mal. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die Ballen einlagern werde. Hä? Scheiße, war doch hier drinnen. Und einmal schnell zum Shop. Und da ist doch was. Und da müsste ich. Aha, ich werde das einfach gleich machen. Einmal zum Kuhstall fahren, hochfahren. Um zu gucken. Ob da. Eventuell Dings ist konfigurieren, zack, zack. Und ja, dann haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Geld dafür ausgegeben, um ihn quasi gesehen erstmal einen größeren Motor noch zu geben. Nicht sein Ernst. Hallo? Das ist jetzt ein ganz schlechter Scherz hier. Hoch. Bam. Oh, so geht's hoch. Auch wenn das jetzt sehr unrealistisch war, naja, passt schon. Laterne. Okay. Was sind hier die Schweine? Okay, wisst ihr was? Ich lasse mir da was einfallen. Und wenn ich eine Idee habe, werdet ihr sie in der nächsten Folge sehen. Bis dato. Ciao, ciao.